Viele von uns üben einen schönen Beruf aus. Sie würden alles Erdenkliche dafür tun, mit diesem Beruf Karriere zu machen. Und dies ist auch was Schönes. Andere wiederum haben eine gute und schöne Ehefrau. Und auch für sie würden sie alles tun, damit es ihr gut geht. Und das ist auch schön. Jedoch gibt es auf der Welt Menschen, die allein für einen Schluck Wasser, womit wir verschwenderisch umgehen, alles tun würden. Du fragst dich warum? Ganz einfach, weil für diese Menschen ein Schluck Wasser mindestens so wertvoll ist, wie für dich deine wunderschöne Ehefrau, dein reicher Mann oder deine Karriere. Meine Frage an dich ist, schätzt du, was du an Gnaden von Allah bekommen hast? Und wenn du darüber nachdenkst, wirst du mir sagen, ja, das tue ich. Gut. Betest du? Fastest du? Zahlst du Zakat? Und warst du schon mal bei der Hajj oder möchtest du sie gerne machen? Die meisten werden antworten, dass sie keine Zeit hätten. Wie keine Zeit haben? Du hast keine Zeit für Allah? Allah, der dir dieses alles gewährt hat. Für ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, hast du keine Zeit? Wodurch die Zeit von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wurde? Die Zeit, die du mit dieser Dunya füllst und vergisst, dass sie begrenzt ist? Fange sofort an zu praktizieren, Bruder. Bete, bevor man auf dich betet. Und du, Schwester, bedecke dich, bevor man dich zum ersten Mal bedeckt sieht, wenn du in dein Grab hineingelegt wirst.